Dynamo TV wird präsentiert von Asti. Los geht's. Hallo zur Pressekonferenz. Alle zur Pressekonferenz. Vor dem Heimspiel. Vor dem Heimspiel. Gegen Hannover 96. Gegen Hannover 96. Ich bin der Leon. Ich bin der Leon. Von der Giraffenwande. Von der Giraffenwande. Hallo Uwe Neuhaus. Hallo Giuliano. Hallo Giuliano. Und jetzt machst du weiter. Jetzt machst du weiter. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ihr seht, wir haben heute die Giraffenbande bei uns zu Gast und freuen uns sehr darüber. Deswegen der etwas andere Einstieg in die heutige Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hannover. Uwe, zu Beginn an dich, wie immer die Frage, wie fällt dein Fazit der Trainingswoche aus? Wie konnte die Mannschaft trainieren? Wie waren die Platzbedingungen? Und auf welche Spieler musst du aller Voraussicht nach am Sonntag gegen Hannover verzichten? Ja, im Osten nichts Neues. Also von daher mussten wir heute diese Woche viermal auf den Kunstrasenplatz gehen. Einmal im Stadion trainieren können und morgen früh müssen wir mal gucken, wie die Plätze aussehen. Vielleicht dann ist dann auch normales Training auf Rasen möglich. Müssen wir dann noch ein bisschen abwarten. Ansonsten, Trainingswoche war sicherlich soweit ganz gut. Mocky hatte Anfang der Woche noch von St. Pauli ein paar Problemchen, waren aber recht schnell behoben. Marvin war zwei Tage so ein bisschen gekränkelt, aber ist auch alles okay. Von daher nichts Neues. Florian Ballas wird ausfallen. Wird sogar eng bis Aue, denke ich mal, aber ja, für Hannover ist er sicherlich kein Thema. Mit Hannover kommt der gefühlte Bundesligist zum Heimspiel nach Dresden. Wie stellst du deine Mannschaft gegen den starken Gegner ein, der am Sonntag hierher kommt? Ja, welche Qualität Hannover hat, hat man immer wieder im Laufe der Saison sehen können. Zuletzt auch im DFB-Pokal gegen Frankfurt, gegen eine richtig starke Mannschaft. Absolut auf Augenhöhe, mit Pech dann hinterher ausgeschieden. Ja, wir haben es auch im Hinspiel haben wir es auch gemerkt, dass wir sicherlich auch am Sonntag eine Chance haben werden. Bei uns muss alles passen. Hannover ist eine Mannschaft, die 90 Minuten richtig Druck entwickelt, die richtig gierig, richtig gallig ist in den Zweikämpfen, enorm hoch presst und dann brauchen wir natürlich einen wachen Kopf, brauchen schnelle Füße und müssen die Situation gut lösen und dürfen nicht so lange überlegen. Und ja, diese Handlungsschnelligkeit brauchen wir in jeder Situation. Und in Hannover haben wir es gezeigt, dass wir es können, haben uns viele, viele gute Tormöglichkeiten herausgespielt, haben zweimal durch zwei Sonntagsschüsse, kann man ja sagen, getroffen und haben dann den Rest der Zeit standgehalten. Und es könnte vielleicht ähnlich so laufen, ich würde es mir wünschen, natürlich. Aber wir brauchen schon eine Top-Leistung, um gegen die Hannoveraner bestehen zu können. Uwe, danke dir für den Moment. Mocky in Hamburg auf St. Pauli, ist ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann an so einem Nachmittag. Was müsst ihr jetzt mit der Unterstützung der Fans im Heimspiel gegen Hannover alles besser machen? Ja, ich denke mal, du hast es schon alles gesagt. Es ist sehr viel schiefgelaufen. Ich denke, wir müssen anfangen, wieder einfach nur normal einfache Pässe zu spielen. Das, was in St. Pauli leider nicht so gut gelungen ist, auch meiner Person auch am Ende, wo ich die Aktion ganz klar löschen muss, statt es spielerisch zu lösen. Dann auch die Zweikämpfe und die zweite Bälle anzunehmen. Also ich denke, das wird ein sehr enges Spiel. Die werden uns sehr hoch anlaufen und da wird vielleicht der ein oder andere lange Ball kommen und dann müssen wir halt hellwach sein bei den Zweikämpfen in der Luft und vor allem die zweite Bälle gut abfangen können. Wie wichtig wird die Unterstützung der Fans, dass es am Sonntag hier in Hexenkessel wird gegen Hannover? Ja, das wird sehr wichtig. Das hat man ja gesehen bei jedem Heimspiel, wenn ich jetzt zum Beispiel an Braunschweig zurückdenke, wie die es uns am Ende nochmal gepusht hat und auch auswärts kriegen wir das jedes Mal zu spüren von den Fans und da können wir jeder einzelne von uns als Spieler Dankeschön sagen und dass wir hoffen, dass es am Wochenende wieder so kommt. Mocky, danke auch dir für den Moment. Jetzt ist Zeit für Ihre und eure Fragen. Mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen, dann kommt Erik von der Giraffenbande mit dem Mikrofon zu euch und reicht es euch. Er hat es schon in der Hand, den Knopf einmal nach oben machen. Wer hat die erste Frage? Tim Schlegel, Bild Dresden.
kurzer Weg. Herr Neuhaus, Hannover hat ein bisschen aufhorchen lassen in den letzten Tagen durch ein Interview des Präsidenten, der da ziemlich harsche Kritik geäußert hat an der Mannschaft. Die Leichtigkeit würde fehlen, es wäre im Moment alles nur noch Krampf, man dürfe sich nicht von dem Tabellenplatz täuschen lassen. A, haben Sie das zur Kenntnis genommen und B, wenn ja, dann sich so Ihre Gedanken gemacht, wie schnell das gehen kann, selbst wenn man oben steht, dass es da plötzlich auf einem hereinprasselt. Ich glaube nicht, dass das unbedingt für Ruhe sorgen wird und es tut es auch nicht. A ja, B auch ja. Natürlich habe ich es zur Kenntnis genommen. Ich glaube, dass es in Hannover eigentlich noch nie so richtig anders war. Ich meine, jeder Präsident ist anders. Der Herr Kind, der hat es schon häufig gemacht und verwendet das ja, manchmal als Druckmittel. Ich weiß nicht, ich will es auch gar nicht bewerten, ob es gut oder schlecht ist oder ob der Verein oder die Mannschaft das braucht. Das muss er ja selber wissen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt der Herr Ritter plötzlich so loslegen würde, würden Sie sich ihn vielleicht mal zur Brust nehmen und fragen, was er für ein Problem hätte. Was denken Sie denn von mir? Nie, genau das? Nie, ich würde ihn, nein, ich habe mir noch nie einen Präsidenten zur Brust genommen und werde es auch nie tun. Ein Präsident muss wissen, was er zu tun und zu lassen hat. Weitere Fragen? Sven Geißler, Sächsische Zeitung. Moggi, wie ist denn jetzt mit dem Abstand von ein paar Tagen und der Trainingswoche die Stimmung in der Mannschaft? Wie hat man die Niederlage abgehakt, ausgewertet? Wie ist das gelaufen? Also ich denke mal, kein Fußballer verliert gerne das Spiel. Wir haben das Spiel am Mittwoch analysiert, die Fehler analysiert und da wurde auch das Spiel direkt abgehakt. Von daher geht es jetzt nach vorne zu schauen. Hannover ist eine geile Mannschaft, eine gut besetzte Mannschaft. Da können wir uns sehr gut messen und mit dem Fans im Rücken können wir das auf jeden Fall rocken hier im Stadion. Nochmal Sven Geißler. Knopf bitte nach oben machen. Das fällt einer aus, der in den letzten Monaten sich auch extrem gesteigert hat. A, was bedeutet der Verlust? Und B, wird es die naheliegende Lösung geben, die es auch auf Pauli schon gegeben hat? Naja, was der Verlust bedeutet, wird in den nächsten Spielen zeigen, solange er fehlt. Aber die Lösung Yannick Müller liegt sehr nah. Das wird auch darauf hinauslaufen. Ich finde auch, dass Yannick seine Sache vor richtig gut gemacht hat, als er mit dem Florian zusammengespielt hat, als Moggi verletzt war. Also da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Ich weiß schon, dass gerade in der oberen Etage Flo da schon einige Dinge entschärft hat und wird auch gegen Hannover wird es ein wichtiger Faktor sein, wie wir in den Luftduellen dagegen halten können, aber der Yannick hat bewiesen, dass er absolut das Zeug hat, uns auch immer wieder weiterzuhelfen. Tom Jakob, Morgenpost und danach nochmal Tim Schlegel von der Bild. Frage an Herrn Neuhaus. In Deutschland geht aktuell die Grippewelle um, so sind auch die Abwehrspieler, die Defensivspieler Sané, Felipe und Sorg bei Hannover aktuell geschwächt und der Einsatz ist noch fraglich. Wie leicht würde es Ihrer Mannschaft fallen, zum gegnerischen Tor vorzustoßen, wenn die drei nicht dabei sind, die drei Gesetzten? Und noch die Nachfrage, wie sind die Ernährungstipps an Ihre Spieler, dass die nicht auch bis zum Sonntag grippegeschwächt ausfallen? Ich glaube, dass Hannover ganz wenig Probleme hat, drei Spieler zu ersetzen. Wenn man sieht, wen die noch hinten dran haben, dann werden sie es sicherlich leichter verkraften können als wir. Davon bin ich überzeugt. Brauchen wir nur mal in der vorderen Etage zu gucken, welche zwei spielen und welche zwei noch hinten dran sitzen. Aber das ist schon ja, ein sehr breit ausgelegter Kader, der auch Ausfälle total schmerzlos verkraften kann. Deswegen wird es auch keine großen Unterschiede geben, wenn die drei nicht spielen, ob wir dann leichter zum gegnerischen Tor kommen. Ich glaube, dieses Spiel wird immer schwer für uns sein, ist egal, wie viele ausfallen. Und ja, für unsere Spieler wird es bis Sonntag keinen besonderen Ernährungsplan geben. Man könnte oder man sollte eigentlich davon ausgehen, dass Berufssportler sich sowieso dementsprechend ernähren. Und da setze ich volles Vertrauen in meine Mannschaft.
Tim Schlegel, genau, Erik vor dir, links. Mocky, ihr habt gewusst, was in Hannover, auf St. Pauli auf euch zukommt. Trotzdem sagt die Statistik, dass ihr 44% nur der Zweikämpfe gewonnen habt. Das ist der schlechteste Wert der gesamten zweiten Liga gewesen am vergangenen Spieltag. Habt ihr das ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise ist das auch nochmal thematisiert worden, dass das gegen Hannover, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, ähnlich wie gegen Union Berlin, dass du, egal wie du schön spielen willst, eigentlich es nur über die Zweikämpfe packen kannst? Also ich denke, mein wichtiger Faktor ist es in jedem Spiel, nicht jetzt nur gegen Hannover, sondern in den kommenden Spielen auch. Ich kann der Mannschaft oder jeden einzelnen Spieler überhaupt keinen Vorwurf machen. Man hat gesehen, dass jeder wollte. Trotzdem hatten wir halt einen schlechten Tag und viele Dinge haben nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten nicht so die wirklichen Lösungsansätze, die wir eigentlich sonst immer parat haben bei jedem Spiel, was wir auch schon bewiesen haben. Von daher denke ich einfach nur, dass wir einen schlechten Tag erwischt haben und dass wir das besser können, das haben wir auch schon bewiesen. Kann das sein, dass das jetzt auch wie so eine Art Trotzreaktion hervorruft bei euch, dass ihr sagt, jetzt werden wir mal wieder zeigen, was wir wirklich können, gerade nach so einem Spiel, wo der Stachel wahrscheinlich tiefer sitzt, als wenn du 2 oder 3-0 gewonnen hättest? Ja, Trotzreaktion, also ich denke mal, ich weiß es, dass wir in jedem Spiel 100% alles geben, egal ob jetzt Hannover ist, St. Pauli oder wer auch immer. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir so schlecht gespielt haben. Klar wollen wir die Dinge jetzt besser machen, die wir schlecht gemacht haben, aber trotzdem gehen wir in jedes Spiel 100%. Weitere Fragen? Sven Geißel nochmal, Erik, rechts neben dir. Erst nochmal eine Ausfallfrage. Gogia fällt jetzt schon oder ist jetzt 2 Spieler ausgefallen, 2-mal nicht getroffen, die Mannschaft. Ist das ein Zeichen, dass er mit seinen Lösungen, mit seinen Fähigkeiten offensiv eben auch schwer zu ersetzen ist? Ja, selbst wenn wir getroffen hätten, ist er immer schwer für uns zu ersetzen. Also das haben die letzten Monate gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob genau in den 2 Spielen das so gravierend war. Das ist immer schwierig zu sagen. Fakt ist, dass wir in den letzten beiden Spielen relativ wenig Torchancen hatten. Ja, das muss man schon ganz klar sagen. Ob es jetzt nur allein am Andi liegt, jein. Es ist immer schwierig zu behaupten. Wir haben trotzdem noch genug Qualität in dem Kader. Tim Schlegel nochmal. Frage würde ich nochmal anknüpfen, macht Ihnen das Sorgen? Bis jetzt war es immer so, wenn Dynamo nicht getroffen hat, hat man ja trotzdem viele Chancen zumindest kreiert. Die letzten 2 Spiele eher nicht. Ist das eine Sache, wo Sie sagen, ja, da muss man ein Auge drauf haben, oder ist das tatsächlich nur eine Momentaufnahme, wo Sie sagen, da muss ich eigentlich nicht weiter drauf eingehen, weil das wird sich von selbst wieder klären? Ja, das werden die nächsten Spiele zeigen. Ich weiß nicht. Ich meine, ich denke auch über den Tellerrand hinaus. Vielleicht sind eben halt vernünftige Trainingsbedingungen schon wichtig, um verschiedene Mechanismen immer weiter trainieren zu können, um auch die gleichen Platzverhältnisse wie am Spieltag zu haben. Ich meine, Kunstrasen, da kannst du kombinieren. Da geht der Ball ein bisschen, oder ist viel, viel schneller als normal im Rasen. Ich weiß nicht, ob man das am Sonntag dann im gleichen Maße auch umsetzen kann. Also von daher sind die Bedingungen vielleicht auch dafür verantwortlich, aber das werden wahrscheinlich die nächsten Spieler dann erst zeigen. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Tim? Okay. Erik, dann würde ich dich bitten, dass du mal rumläufst zu Luca, denn der hat noch eine Frage an Uwe Neuhaus. Unsere Giraffenbande macht heute den Abschluss und stellt Uwe Neuhaus und Giuliano Modica noch eine Frage. Luca, leg los. Wie ist Ihre Leidenschaft zu Fußball entstanden? Oh, da muss ich jetzt ganz schön lange zurückdenken. Das ist natürlich schon sehr, sehr lange her, aber natürlich weiß ich das auch. Ich glaube, das ist wie bei vielen, wie bei dir vielleicht auch, über die Eltern entstanden, die eine gewisse Vorliebe für den Fußball gehabt haben. Ja, so, und dann nimmt dich dein Papa an die Hand, nimmt dich erstmal zum, oder noch weiter vor, hat immer so ein kleines rundes Ding irgendwo im Wohnzimmer gelegen, wo du gegentreten konntest, und da hast du Spaß dran gefunden, und dann hat er dich erstmal an die Hand genommen.
Man ist mit dir zum Fußballplatz gegangen, hast du gesehen und dort sich das entwickelt und ja, ich glaube, das lässt mich mein Leben lang nicht mehr los, das wird auch immer so bleiben und das ist auch schön so. Luca, danke dir. Erik, jetzt das Mikrofon zu Justin. Justin, leg los an Giuliano deine Frage. Was macht denn Dynamo, was ist an Dynamo so besonders? An mich? Ja. Ja, ich denke mal, allein das Umfeld, die Fans, die Unterstützung der Fans vor allem, finde ich sehr wichtig. Man hat es, wie schon vorhin angekündigt, auch bei Spielen wie zum Beispiel Braunschweig, wo man 2-0 hinten liegt, das Spiel noch zu drehen. Das gibt nochmal eine extra Kraft und das finde ich sehr wichtig. Dann ein großes Dankeschön an Leon, Erik, Justin und Luca, dass ihr hier wart und auch natürlich an alle anderen Kinder der Giraffenbande. Euer Besuch hat auf jeden Fall die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hannover bereichert. Von mir jetzt noch die Information zum Spiel. Anstoß am Sonntag um 13.30 Uhr. Die Stadiontore öffnen um 11.30 Uhr. Der VIP-Bereich 90 Minuten vor Spielbeginn um 12 Uhr. Wir erwarten mehr als 29.000 Zuschauer, davon rund 2.500 Fans aus Niedersachsen, die Reise mit nach Dresden antreten. Der Kassenbereich Lenné-Platz hat geöffnet ab 10 Uhr. Dort gibt es auch bis 15 Uhr Karten für das Benefizspiel in Zwickau. Also die Partie ist nicht ausverkauft gegenwärtig. Wer Lust und Interesse hat, das Topspiel gegen Hannover noch im Stadion zu verfolgen, kann sich gerne am Sonntag auf den Weg machen. Das Stadionmagazin Kreisel gibt es im Fanshop, an allen Einlässen und im Stadionumlauf. Diesmal im Interview ist unser Mannschaftskapitän Marco Hartmann. Schiedsrichter der Partie ist Florian Bartstübner, 26 Jahre alt, Bundesliga-Schiedsrichter seit 2016 und es wird sein erstes Spiel mit Beteiligung von Dynamo Dresden. Bis Sonntag im Stadion, bis dahin, tschüss.